wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Nicht schlecht. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losging. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesegnet. Oh, verdammt! Ist unser Traum. Lohnt sich auf jeden Fall, aber wohin? Wohin? Wir können das Gerät in Gang setzen. Oder Sie können Emily. Alle unsere Gegner nacheinander ausschalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Und das Signal. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt erstmal die Punkte da abarbeite. Wow! Mit Hilfe! Oh, ich hab'n! Warte, wer hat's denn gehört? Ist hier unten einer? Nö. Doch, da kommt jemand auf die Tür zu. Oh mein Gott. Und... Ah, gestoppt. Was zum... Ätzend, ey. Da war wieder so weit, wo nichts mehr ging. Ich war genau dahinter und ich konnte es nicht drücken. Das wäre super kacke, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Da ist der Brief von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst. Und dass es dir gefällt. Okay, scheißegal. Bild? Oh, krass. Das soll bestimmt nicht sein. Piero 30. Ach hier, Havelock. Havelock, einfach nach unten. Wollte schon sagen, geht das wieder nicht? Wo war er? Da unten. Ich würde sagen, einfach hier im Treppenhaus runter und dann sollte ich ja da ankommen, wo ich hin sollte. Alles klar, auf zu Havelock. Havelock! Und... Oha. Krass! Hab ich! Der ist weiter weg jetzt. Oh. Hab ich dir erzählt, wie ich an... Und der nächste für die Kanalisation. Tschüss. Hey. Nee, ertrinken können die dann nicht.
Oh, da ist es. Anordnung für die Wache. So, jetzt würde ich sagen, zurück zu Samuel, weil mehr Punkte sind jetzt ja auch nicht mehr. Ne, zu Piero und dann zu Samuel. Was? Warum patrouilliert ihr? Das ist hoffentlich kein Schlaf. Oh, ich glaube, da wurde was entdeckt. Hier. Tja, wenn man den Weg hier einigermaßen kennt, dann fluppt's. Aber auch nur dann. Oh, sie müssen etwas für mich konstruieren. Ich konstruiere, was sie brauchen, solange ich die notwendigen Materialien habe. Achso, neue Verbesserungen erhältlich. Explosivgeschosse, Pistole oder verbesserte Rüstung. Brandbolzen, Betäubungsbolzen. Kabelwerkzeug, da sind Verbesserungen. Ich meine, wenn man das nochmal durchzocken sollte, kann man natürlich mehr auf Sprengmine und Bolzenkapazität und Pistole gehen, weil da metzelt man sich ja eh nur so durch. Senkt den erlittenen Schaden. Ja, nehme ich mal. Für 600, hör mal. Ach jo, Nachlader, Explosivgeschosse, Pistole, Sprengradius. Ching, 10 Stück reicht. Brandbolzen, ja komm. Wer weiß, was da noch kommt. Granate, nee, das auch nicht. Verbesserung. Was haben wir denn noch? Das hier benutzt man so selten, aber was soll's. Was soll's? Ermöglicht automatisches Nachladen. So, sehr geil. Insgesamt 30 jetzt. Hier sind die Baupläne. Erstaunlich. Was denn? Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Das hat gerade der andere erzählt. Was sagen Sie dazu, Corvo? Asche oder bewusstlos. Versetzen Sie sie alle in Schlaf. Wie Sie wünschen, Corvo. Wir werden über alle Berge sein, bevor Sie wieder zu sich kommen. Die handeln ja auch nur nach Befehl. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. WTF, jetzt soll ich noch einen Tank holen? So, warte, wie war das? Hebel ziehen. Leeren Tank entnehmen. Aufladen. Vollen Tank entnehmen. Und hier irgendwo reinstecken war das, ne? Wo denn? Geht das noch höher? Oh, warte mal. Schade aber auch. Hallo? Mm-hmm.
Oh ne, ich benutze ihn lieber nicht jetzt, gerade hier mit dem Walöltank. So, Kabel geht hier hoch. Geht hier weiter hoch. Ah. Boah, mit 3 Stück. Gib's ihm, Blitzweiler. Großartig. Einfach großartig. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wirklich unbeschreiblich. Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren. Wow. Autsch, ey. Ich werde hier alle looten jetzt. Ach, guck mal. Ein Tallboy. Da auch noch. Er hat sich nicht wirklich gelohnt, hier nochmal runterzuspringen. Dann kann ich jetzt nur mal nach oben rennen. Genau, zum Signal von Samuel, damit er mich abholt. Oh, teleportieren. Und da sind wir. Samuel Signal aktivieren. Jetzt, wo sie die Stadtwache ausgeschaltet haben, kann ich fliehen. Aber ich kann Emily nicht so helfen, wie sie es vermögen. Ich habe vorhin Samuel auf dem Fluss gesehen. Er kann sie sicher an ihr Ziel bringen. Die wohl letzte Fahrt. Wo ist denn Samuel? Nee, teleportieren. Und könnte ich jetzt eventuell nochmal die Kräfte abpowern? Ja. Ich kann sogar Zeit komplett anhalten. Schön, Sie zu sehen. Dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir müssen hier verschwinden. Der Admiral kontrolliert jetzt das Militär. Martin ist der Oberaufseher und Pendleton der Günstling der Edelleute und des Parlaments. Sie brauchen Emily. Aber sollte Havelock sehen, dass um ihn herum alles zusammenbricht, wer weiß, wozu er dann fähig ist. Okay, warte. Okay, fahren wir los. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Ja, ab geht's, würde ich schon fast sagen. Chaosfaktor niedrig. Oh, nicht schlecht. Bestes Ergebnis fast. Was? Ich kann die Angriffstaste gedrückt halten, um Granaten zu kochen, damit die direkt explodieren? Das wusste ich nicht. Da wäre es, Sir. Ich vermute, Havelock, Martin und Lord Pendleton sind schon länger an Land und in den Leuchtturm gegangen. Ich kenne sie. Ohne Kampf werden sie sich nicht ergeben. Ja, wo ist... Ach, da! Ah! Ich erinnere mich daran, wie der Admiral und Martin über den Ort sprachen, an dem sie sich verschanzen würden, wenn nötig. Wer hier hinein will, muss die Festung und das Wachhaus stürmen. Und dann führt nur ein Weg nach oben. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen gedient zu haben. Wenn wir all das hier überstanden haben, sehen wir uns vielleicht wieder. Genau, keiner von den Soldaten da hinten sieht mich. Gerade so auf dem Wasser, weißt du? Wenn es jemand verdient, dann Sie. Alles klar, hau rein. Bis gleich, Samuel. Grüßen Sie Emily von mir. Wenn sie auf dem Thron sitzt, wird sie keine Zeit mehr für einen alten Mann wie mich haben. Kein Problem, aber ich sage einfach mal, bis im nächsten Part. Sure. Aber sie haben es geschafft, das ganze Chaos zu